Hey Jungs, kurzes Info, bevor das Video anfängt, ja. Dieses Wochenende, 7. 8. Mai, zwei geile Turniere. Einmal bei Kaiser in Passau, einmal bei Chong im FFB, unser neuer TO. Ja, fasst dahin, spielt's mit, neue Edition, neue Karten, ja, versucht euer Glück, es wird bestimmt geil. Ja. Was geht ab, Leute, Team Bubble Tier. Ja. Chong ist wieder zurück aus Thailand. Und wir haben heute eine. Und wir machen heute eine Diskussion über Cosmo und Fire King Island. Ach, haben wir? Machen wir heute. Ich dachte Ding, oder? Machen wir heute, machen wir jetzt. Alles klar. Wir testen, Steve testet auch gerade ein bisschen Cosmo. Ja, Chong will wahrscheinlich auch Cosmo spielen. Ich teste auch gerade so ein bisschen. Und wir wissen noch nicht mal, wie das Deck zu spielen sein wird, ja, weil es einfach noch keine Vorlage dafür gibt. Ich habe viele Builds gesehen mit Fire King Island, ich habe viele Builds gesehen ohne Fire King Island. Es ist halt einfach schwierig zu sagen, was man am besten jetzt spielen wird in Zukunft. Also Fire King Island hat zwei Effekte. Und zwar, der erste Effekt, wenn du die Karte aktivierst, kannst du einen Effekt aktivieren, indem du eine Karte auf deiner Hand zerstörst. Ja? Und dann kannst du dir ein Fire King Monster auf die Hand nehmen. Also sprich, du musst ein Fire King Monster auf die Hand nehmen. Wenn du keins mehr im Deck hast, kannst du den Effekt nicht aktivieren. Dadurch triggern er die Effekte der Schiffe, der Cosmo. Und dadurch fängst du mit dem Play halt an. Ja? Der zweite Effekt von Fire King Island ist, wenn er vom Spielfeld in den Grave gelegt wird, also muss nicht mal zerstört werden, sondern wenn du es einfach nur durch eine andere Spielfeldzauberkarte ersetzt, triggert der andere Effekt, und zwar du zerstörst alle deine Monster auf deiner Seite. Ja? Und dadurch kommen halt die ganzen Kombos zustande. Ja? Und wie gesagt, es ist halt jetzt die Frage, ob man das jetzt so spielt, weil man einfach, es ist zwar eigentlich eine 3-Karten-Kombo, wobei es halt immer schwierig ist, halt, ob man es hat oder nicht. Ja? Also man braucht Fire King Island auf der Hand, man braucht eigentlich Cosmotan auf der Hand oder ein Slip Rider oder und halt ein großes Schiff. Am besten wäre immer Delta Shuttle und das war es dann eigentlich auch schon. Ja, also sprich 3 Karten. Ja, die Kombo ist so, du aktivierst Fire King Island, ja? Dann zerstörst du deinen Delta Shuttle zum Beispiel oder deinen Dark Destroyer. So, da machst du Effekt Dark Destroyer oder halt Ding, da kommt Strawman. Durch Strawman machst du Effekt, holst du den Gebanished wieder. Am besten wäre natürlich Delta Shuttle, weil durch Delta Shuttle, auch wenn er Effekt negiert wird von Strawman, kannst du trotzdem was in den Grave legen, weil es Kosten sind. Ja? Dann legt man sich meistens immer einen Sword Trooper rein. Ja? Und da man noch nicht genormelt hat, kann man jetzt zum Beispiel Ding normeln. Also beziehungsweise, ja, man könnte ja diesen einen normeln, den man halt gesucht hat durch Fire King Island. Ja, du suchst ja diesen Dreier, deshalb spielt man den Ding. Ja? So, dann musst du schauen, dass du irgendwie jetzt zusiehst, dass du Fire King Island in den Grave bekommst. Entweder du machst Strawman Effekt und holst Slip Rider, damit er dich schießt. Oder du aktivierst halt Cosmotown. So, dadurch wird dann dein Feld wieder zerstört. Ja? Das heißt, Strawman und Delta Shuttle werden zerstört. Delta Shuttle Effekt, kannst du wieder einen Strawman holen. Oder halt, ein Sword Trooper, genau. Ist halt besser. Dann Sword Trooper, dann machst Sword Trooper Effekt, hol den anderen Sword Trooper. Ja? Dann machst du auf Levier. Kannst du auf Levier machen, dann machst du Strawman, ja, dann wieder Strawman, Effekt holt Delta Shuttle, ja, und dann meistens hat man dann, also wie gesagt, es kommt auf die Hand an, da kannst du entweder noch mit Slip Rider oder so auf Ding machen, auf Infinity, ja, und halt, das ist, wie gesagt, das ist, also genau kann ich das nicht so erklären, weil ich bin auch gerade so mittendrin, ja. Also es ist, auf jeden Fall musst du halt immer gucken, dass du musst halt Fire King Island immer versuchen, in den Grave zu bekommen. Entweder durch Slip Rider oder halt durch eine andere Cosmotown. Und dadurch gibt's halt auch die Felder, dass du zum Beispiel hast dann Levier, dann Infinity und viele Builds habe ich jetzt auch noch gesehen, dass du halt mit Ding spielst, mit Dark Planet. Sprich, dass du noch Dark Planet noch gibst, ja. Hast dann glaube ich nur noch eine Handkarte, zwar auch nichts gesettet, glaube ich. Aber kannst halt durch Dark Planet, weil ja dann ungefähr 4 Karten im Grave sind, ja, oder so, kannst du 4 Zauberkarten negieren und halt hast noch Infinity. Meistens ist es dann schon ein Game, ja, also meistens. Ja. Also so ungefähr geht die Combo ab. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt, man kann auch bricken. Die Sache ist halt auch noch die, dass man einfach eigentlich nur im ersten Zug, dass es gut ist, ja, wenn du mitten im Spiel bist, ja, bringt dir die Combo gar nichts. Also ist halt eben dann das Spitzen. Ja. Achso, ja. Das ist halt ein Problem, was ich damit, okay. Tatja hatte mich vor, ich glaube vor einer Woche war das, hast du mich gefragt, was ich von der Karte halte, ja. Und ich kannte die bis dahin halt auch nicht, habe die halt gelesen
Und das war halt auch so mein Gedanke, dass ich halt, wenn du vor allem in Mirror Matches, wovon du halt ausgehen musst, weil Cosmo gerade eins der besten Decks ist, oder in Spielen, die einfach länger brauchen, bringt dir die Karte halt nichts, wenn du sie halt nicht direkt auf der Starthand hast. Das ist das halt auch. Das ist halt das Problem, wo ich halt einfach sehe, dass Cosmo Town einfach eine deutlich bessere Karte ist, weil sie bringt dir halt immer etwas. Also solange du was banished hast oder Karten ins Deck mischen möchtest, halt sowieso immer. Ja. Immer eigentlich. Und ich meine, klar, man kann beide spielen, aber es ist halt wieder eine Karte, für was ich etwas nicht spielen kann, was mir halt mehr bringen würde in der Situation. Zum Beispiel, ich meine, in meinem Deck, ich habe keine Strikes drin, ich habe gerade mal Platz für 2 Max C gehabt, ich hatte gar keinen Plan, wie ich die eine Karte noch unterbringen könnte. Ich weiß. Ja, noch dazu spielt man halt auch mit 3 Terraformings dann noch, ja. Also, das, wie gesagt, das gibt das radikale Bild. Du spielst 3 Terraforming, 2 Island oder 3 Island sogar mit 3 Cosmo Town. Dann spielst du 2 von diesen Fire King Monstern, ja. Du kannst halt auch die ziehen auf der Starthand, ja. Ja, ist echt so. Deshalb, das ist, deshalb, ich sage, also, das ist echt... Also es ist schon echt krass, wenn du natürlich damit anfängst, ja, ist es schon echt ein krasses Feld, was du hinlegen kannst. Aber meistens schafft man es nicht. Was ich halt dann, deswegen teste ich auch gerade ein normales Bild, also ein normales Control-Bild, ja, ganz normal mit Tinken, auch mit Dark Planet und mit der Witch und so. Aber wie gesagt, man muss einfach mal schauen, wie sich das jetzt etabliert und wie die nächsten Turniere sind, wie das da gespielt wird. Es ist echt schwer. Wo ja. Tendierst du? Also ich tendiere gerade eben nur auf das Control-Bild, weil du einfach in diesem anderen Bild gar keinen Platz, wie Steve schon gesagt hat, gar keinen Platz hast für andere Karten. Die meisten spielen gar keinen Call mehr, die meisten spielen keine Cosmotus mehr, keine Ding mehr, weil du einfach keinen Platz dafür hast. Ja? Du spielst einfach echt nur radikal auf Ding. Ja? Du spielst radikal nur auf Fire King Island. Was ist, wenn man ein 60-Karten-Deck spielen würde? Dadurch würde es auch weniger tote Hände geben, weil man diese Fire King Sachen nicht ziehen kann. Also seltener zieht. Ich glaube, beim 60-Karten-Deck werde dann die Starthand, sprich die Combo-Karten auf der Starthand einfach noch geringer als bei 40 Karten. Also ich glaube nicht, dass das was bringen würde. Ja. Also ich glaube es ist ja sowieso, dass man... Nee, war gerade nur 60. 60 maximal. Ja. Aber wegen dem einen Bastard mit dem Deck, der Ding... Der Highlander. Er schaffelt alles. Also ich glaube sowieso ist es ja sowieso so, dass man mit 40 Karten mehr Chancen hat, einfach die Kombo zu ziehen, als mit 60, oder? Aber du hast aber keinen Schutz. Also man hat aber auch keinen Schutz, ja. Man hat schon in damaligen Zeiten gesehen, wenn man jetzt keine so schlechte Hand hat, kann man ein Feld mit Dark Planet oder mit Infinity auch durchbrechen, ja. Besonders im Cosmo oder keine Ahnung, in anderen Decks mit Sicherheit, ja. Deswegen, danach hast du dann nichts mehr im Grunde, weißt du, hast keinen Schutz, du hast gar nichts. Deswegen tendiere ich eher echt auf das Kontrollbild mit vielleicht Strikes und mit Cosmojos und so, und Call ist eh krass, finde ich, ja. So eher auf das Bild halt. Ja. Ich bin der Meinung, du bist nicht mehr so auf Strike angewiesen, weil du ja jetzt die Lady hast, ja, die halt suchbar ist, du zahlst weniger Lebenspunkte. Natürlich ist es halt Cosmo. Und Cosmo Monster und Level 5 halt, ich meine, wie du die rausbringst, ist super easy, ja. Und du kannst sie halt meistens halt auch suchen, zuverlässig, wo ich halt sage, du bist eigentlich nicht mehr so auf Strikes angewiesen, ja. Und Strikes war ja wirklich auch nur im Monarchen-Deck gut, gegen Burning Abyss, du negierst Dante, er sucht sich trotzdem was, ja. Du negierst Beatrix, er sucht sich trotzdem was, also es war Strikes halt wirklich nur gut gegen ein Deck und das brauchst du jetzt auch nicht mehr, vor allem weil Link Lady und Dark Planet machen das Monarchen-Matchup halt deutlich einfacher, viel einfacher, als es halt davor gewesen ist. Ja, das stimmt schon. Und ich habe auch jetzt auch ein Bild gefunden, wo man auch, weil man hat ja auch immer gesagt, dass man Dark Planet, der nichts bringt im First Turn, ja, aber mit dem Tinkern-Bild bringt er auf jeden Fall was. Ich habe sogar auch geschafft, im First Turn vier Cosmo-Karten in den Grave zu kriegen, plus Tinkern, plus Dark Planet, plus sogar noch Set halt, also sprich Schutz. Also das war schon, ich tendiere eher zu dem Bild, weil es echt besser ist einfach. Ja, ja. Mal dazu. Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall eine gute Karte, eine gute Kombo. Kann Fire King auch irgendwas noch, also dieses Fire King Island auch in Fire King Deck noch was? Oder ist es eher nur die Karte nur gut für Cosmo? Oder können jetzt Fire Kings zurückkommen? Ich denke nicht, dass Fire Kings zurückkommen werden. Die haben ja das einzigste spielstarke Monster, was sie haben, ist ja dieser 7er Vogel da, der immer, wenn er durch einen Karteneffekt zerstört wird, der immer wieder in das Semper Face kommt und alles zerstört. Ja? Aber ich denke nicht, also die Karte bringt vielleicht einen Push für das Deck, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie mithalten kann. Ja. Also so wie gesagt an sich, Fire King Island echt eine sehr, sehr interessante Karte, eine gute Karte sogar, auch gute Effekte eigentlich, aber ich finde, dass man einfach, dass man das Cosmo-Bild durch diese Karte, weil man das ja auf diese Karte spielen muss,
umbauen muss und ich denke, dass es einfach zu unkonstant wird in einer in einem Turnier, was über mehrere Runden geht einfach. Ja. Und deswegen tendiere ich, wie gesagt, eher auf das andere Deck. Hinterlasst wir mal unten in den Kommentaren, was ihr von der Karte haltet. Oh Gott. Was denn? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin schlecht drauf. Jungs, schreibt ihr, was ihr von der Karte haltet, wie ihr das Cosmodeck spielen würdet. Ja, vielleicht habt ihr schon getestet, ja, und könnt uns auch ein bisschen ein paar Infos geben. Und ja, wir hören gerne auf eure Meinungen. Ich bin für jeden Tipp dankbar, weil ich bin jetzt von Urlaub zurückgekommen. Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von nichts gerade. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Serious Business, okay? Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unsere Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet sie.